Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Der Bulli ist gepackt. Es geht an einen mir unbekannten Baggersee hier in Deutschland zum Welsangeln. Ich habe diesmal ein richtiges Kraftwerk dabei, die Anker Power Station 767 in Verbindung mit einem Solarpanel, um autark zu sein. Denn Power, Energie, werde ich in den nächsten Tagen brauchen. Ich werde zusammen mit anderen Welsanglern einen Workshop abhalten. Da sind einige Interessierte dabei, die das Angeln am Baggersee erlernen wollen. Ja, und um da richtig vorangehen zu können, E-Motor muss geladen werden, Echolot muss geladen werden, Kamera muss geladen werden, Laptop muss geladen werden, vielleicht die Drohne muss geladen werden, Kühlschrank wahrscheinlich muss in Betrieb gehalten werden. Ja. Manche Verrückte nehmen auch eine Kaffeemaschine mit. Und die Workshop-Teilnehmer haben natürlich immer jede Menge anderen Schnickschnack. Und am Wasser merken sie dann, ups, der Akku geht zur Neige, die kleinen Powerbanks gehen in die Knie. Und deswegen habe ich für solche Momente mein Kraftwerk dabei. Dazu erzähle ich euch noch Näheres am Wasser. Ich muss jetzt erstmal ein Stückchen fahren. Und dann sehen wir uns am unbekannten Baggersee hier in Deutschland wieder. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was mich erwartet. Ich hoffe, ihr seid es auch. Bleibt dran, Abfahrt! Das Wetter ist auf jeden Fall fantastisch. Wir haben draußen schon knapp 20 Grad, morgens um 9 und das im Mai. Ja, das will was heißen. Nach dieser langen Kälteperiode, März und im April, das Wasser erwärmt sich jetzt. Eine tolle Angelzeit steht uns bevor. Raubfischschonzeit ist rum, also steht einem Wallerwochenende absolut nichts im Wege. Ich bin wirklich gespannt, was uns erwartet. Für mich ist dieses Gewässer jetzt auch absolutes Neuland. Es ist ein größerer Baggersee, befindet sich im bayerischen Raum. Veranstaltet wird dieser Waller-Workshop in Zusammenarbeit mit dem Franz Fischer von Fischers Angelshop in Cham. Also bleibt da auf jeden Fall immer ein bisschen auf der Hut, damit ihr die Termine nicht verpasst. Jedes Jahr veranstalten wir zusammen da oben in dem Gebiet in der Region einen Waller-Workshop. Und dieses Mal geht es an ein neues Gewässer. Neues Gewässer bedeuten auch immer neue Herausforderungen, aber auch natürlich neue Erlebnisse, neue Erfahrungen. Und genau das macht es spannend. Ja. In vielen Gewässern in Deutschland verstecken sich Waller, ohne dass viele Angler überhaupt von dem Dasein etwas wissen. Ja. Es gibt Abrisse, es gibt mal beim Karpfenangeln irgendeinen stärkeren Fisch, der vielleicht verloren geht. Beim Hechtangeln können die Jungs euch draufgehen. Aber das gezielte Angeln steckt doch noch in sehr vielen Gewässern in den Kinderschuhen, weil einfach es nicht bekannt ist, dass Welse vorhanden sind. Wir werden sehen, was passiert. Ich sammle jetzt erstmal die Workshop-Teilnehmer direkt am Laden ein und dann fahren wir direkt weiter ans Gewässer, bauen auf und starten mit dem Angeln. Bitte 300 Meter dem Straßenverlauf folgen. So, wir sind angekommen im wunderschönen Bayern beim Angelshop Fischer. Hier holen wir jetzt schnell die Angelkarten, sammeln die Leute ein, ist schon gut was geboten und dann geht es weiter an den Baggersee. So, eben nochmal Radio gehört, da wird es heute Nachmittag wahrscheinlich nochmal knallen, kommt ein Gewitter auf uns zu. Aber Gewitter macht die Welse wild. Wir sind angekommen am Baggersee, schönes Gewässer. Hier sind wir am See angekommen. Tolles Gewässer. Ich hoffe, ihr versteht mich. Hier drüben ist richtig
Froschalarm, ja. Hier ist noch ein kleiner, flacherer See dabei. Da quakt es richtig. Und hier ist der Baggersee, wo wir jetzt angreifen werden. Ein paar Jungs können direkt hier von dem Ufer aus dem Auto raus angeln. Ein paar müssen ihr Zeug tragen. Aber das gehört zum Angeln ja dazu. Ja. Ist überhaupt kein Stress. Tolles Gewässer. Und was das Wallerangeln angeht, relativ unbekannt. Ja. Wir haben jetzt die Erlaubnis für diesen Workshop hier auf jeden Fall ein Boot einzusetzen. Das See schlängelt sich nochmal hier hinten rein. Das können wir gut erkennen. Ja, hier kann man doch einiges machen. Ne? Sieht doch spannend aus. So, ich werde jetzt erstmal meine Anker Power Station Betrieb nehmen. Solarpanel aufstellen, damit das gute Kraftwerk auch richtig Saft hat. Und dann Schlauchboot aufpumpen, Echolot-Batterien nochmal dranhängen, Kameraausrüstung dranhängen. Alles soweit vorbereiten, dass wir starten können. So, stellen wir erstmal das Solarpanel hier raus. Sonne ist ja gerade wirklich perfekt. Können wir ganz einfach aufklappen. Zack, zack, zack. Sehr benutzerfreundlich. Wir klappen die hinteren Füße nach unten und können dann schön den Winkel der Sonneneinstrahlung bestimmen. Können wir einfach hier hinten abstützen. Zack. Und das ganz super aufstellen, damit es immer die perfekte Einstrahlung hat. Ja. Das ist ein 200 Watt Solarpanel mit einer maximalen Sonneneinstrahlung von 1000 Watt. Richtig schön robust, wetterbeständig, IP65. So, schließen wir mal unser Kraftwerk dran an. 30,5 Kilo wiegt das gute Stück. Robuste Haltegriffe sind da natürlich ganz wichtig. Aber ganz toll ist natürlich auch dieser Koffermechanismus hier, dass man es also ganz einfach auch auf dem Boden hier fortbewegen kann. Ein schönes langes Kabel dabei. Einstecker wird einfach hier im hinteren Bereich am Panel eingesteckt. Und der Stromzugang hier hinten an der Anker Power Station. Zu Hause habe ich die Ankeranlage natürlich schon an der Steckdose vorgeladen. Am Hausstrom bei euch zu Hause braucht die Anker 767 Power Station circa eine Stunde, um 80% schon aufgeladen zu sein. Und in wenigen Stunden schafft es auch das Solarpanel, die Anker Power Station komplett wieder aufzuladen. Das Anker Kraftpaket hat eine Batteriekapazität von 2048 Wattstunden und 2300 Watt Nennleistung. Das ist schon richtig krass. So, GoPro hängt jetzt dran. Die große Lithium-Batterie fürs Schlauchboot, für den E-Motor. Die Batterie vom Echolot. Und hier vorne erkennt ihr jetzt schön auf dem Display, was da gerade abgeht. Wahnsinn. Wahnsinn. So, rucki zucki ist das Boot auch aufgeblasen. Also wirklich Wahnsinn, was da für eine Power rauskommt. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Ja.
Wir haben jetzt die ganzen Workshop-Teilnehmer hier versammelt. Wir bereiten jetzt die Montagen fürs Ansitzangeln vor. Wir haben die Leute bestmöglich hier am See verteilt. Wie gesagt, für uns ist Gewässer auch komplett unbekannt. Und um die Hotspots rauszufinden und vielleicht schon den ersten Fisch abzuholen, werde ich jetzt mir den ersten schnappen und mal auf den See rausgehen und mit dem Wallerholz klopfen. Ja, das ist ganz spannend. Ich montiere noch schnell die Teaser an den Ruten und dann werden wir mal starten. Martin und Thomas werden dann anfangen, mit den Jungs schon die Montagen auszulegen. Wir haben ja Zeit, aber wir brauchen auch Zeit bei so vielen Teilnehmern. Die Raubfischschonzeit ist vorüber. Wir werden noch probieren, ein paar Köfis zu fangen, Deadbaits präsentieren, Tauwurmbündel präsentieren. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Das Wetter spielt jetzt noch mit. Ich habe es euch vorhin ja schon mal gesagt. Im Radio kommt nicht nur schöne Musik, sondern auch manchmal unheilvolle Meldungen. Wir sollen heute Abend 18, 19, 20 Uhr hier ein richtiges Donnerwetter erleben. Aber es ist auch kein Wunder. Ja? Wir haben jetzt Mai, die ganze Zeit war es mega kalt. Jetzt ist es hier gefühlte 25 Grad, mir läuft die Brühe runter. Und heute Abend, heute Nacht soll es richtig knallen, richtig regnen. Da müssen wir fertig sein. So, ich baue die Klopfruten zusammen und dann geht's los. Um so ein Gewässer optimal und schnell kennenzulernen, empfiehlt es sich natürlich, aktiv rauszugehen. Ich habe jetzt das Wallerholz eingepackt, werde jetzt den ersten Workshop-Teilnehmer hier vorne mal abholen in der Ecke. Martin und Thomas beginnen die Stellfischrouten auszulegen. Da nehme ich euch nachher auf jeden Fall aber nochmal mit aufs Boot, um euch zu zeigen, was wir da genau machen. Es werden Knochenmontagen zum Einsatz kommen. Wir werden hier Büsche nutzen zum Anbinden. Es werden Grundmontagen zum Einsatz kommen. Einfach alles, was am Baggersee funktioniert. Ja, bis jetzt haben wir so eine Wassertiefe von 3-3,5 Metern. Bin mal gespannt. Ich habe auf den Routen unsere Real Warm Teaser montiert. Die werden wir jetzt schön mit Tauwürmern bestücken. Dann schauen wir mal, ob wir hier einen Wels munter machen können. Ja, schicke Socken hast du an, junger Mann. So, wir beködern jetzt die Teaser mit frisch gesammelten Tauwürmern. Aus Bayern. Aus Bayern, ja, sagt der Sebastian. Die fangen am besten richtig schön drauf. Oben auf den oberen Drilling ruhig 3-4 Stück pro Haken. Ja. Immer im Kopf schön einhängen. Genau, dass es ein schönes Bündel gibt. Ja, es zieht sich jetzt schon richtig zusammen, merkt man. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt gleich richtig auf die Ohren kriegen vom Gewitter. 3-4 Stück pro Drilling. Einzelhaken, Harry. Genau, Einzelhaken, 2 Stück, so viel aufschieben. Ja, wenn man das Gewässer nicht kennt, muss man erstmal sich da ein bisschen durchtasten hier. Der hintere Seebereich ist relativ flach bis jetzt, 1 Meter. Vorne hatte ich schon 3-4 Meter tiefe Plätze gefunden. Okay. Mehr noch, kannst ruhig noch mehr drauf hängen. Es soll noch mehr nach. Den oberen Haken noch mehr drauf. Ne? Heißt natürlich nicht, dass hier im Flachen keine Welse sind, aber im Wallerholz wird es dann schwierig, ja. Weil der Fisch halt in alle Richtungen hinschießen wird. Ja, hier geht es jetzt nochmal schön tief runter. Ein schöner Kantenabsprung war das auf jeden Fall. Oh, jetzt geht es hier richtig runter. Jetzt geht es hier richtig runter. Ich mache auf jeden Fall das Moos noch mit ab. Ne? Mhm. Und werden wir mal schauen, ob wir die weißen Socken vom Max einschleimen können. Hier seht ihr schön, wie der Real Warm Teaser unter Wasser pulsiert.
Ihr erkennt da gut die Köderlinie jetzt. Definitiven Wels, definitiven Wels. Aufpassen, Jungs. Aufpassen. Ist meine Kurbel ist zu stark. Definitiven Wels hier. Am Teaser. Jetzt geht er aus dem Bild raus. Fahren wir ein kleines Stück zurück. Der Fisch ist noch da. Hier kommt er wieder ins Bild. Ihr seht dann. Ein bisschen höher heben mal. Gucken, ob er da irgendwie reagiert. Ja, im hinteren Seebereich, wo wir gestartet sind, haben wir eine schöne Sichel drauf gehabt. Und jetzt ist kompletter Totentanz. Das muss nicht bedeuten, dass keine Welse da sind. Aber maximale Wassertiefe jetzt so 3,80, vielleicht knapp 4 Meter gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund im Mikrofon hören könnt. Die Workshop-Teilnehmer sitzen natürlich auch oben teilweise zusammen, lachen und erzählen. Und das ist alles richtig laut hier auf dem Wasser. Und an so kleineren Gewässern, es ist jetzt nicht das kleinste Gewässer, aber checken das die Fische halt natürlich sofort. Ne? Wenn wir uns da mit dem Boot nähern, kann es natürlich auch eine riesen Scheuchwirkung haben. Na, die Sonne ist mittlerweile weg. Jeden Moment kann hier das Unwetter, der Regen über uns hereinbrechen. Ich bin jetzt mit dem Josef auf dem Boot. Der junge Mann, der hat schon auf Wels geangelt. Da war ich halb an der Planung. Jetzt noch was erzählen den Leuten. Jetzt setzen wir hier eine Knochenmontage ein. Ideales System für so stehende Gewässer, um unseren toten Köfi im Mittelwasser zu präsentieren und keine Boje setzen zu müssen. Ja. Tiefe haben wir ungefähr? 3,5 Meter haben wir hier. Aha. Genau, ich setze jetzt als erstes hier unseren Clip drauf, wo die Schnur schön durchlaufen kann. Wir lassen jetzt gerade hier zur Kante hin den Stein runter. Genau. Ja, in der Gestalt. Oder offen. Alles gut. Genau. Zack. Super. Ja, ja. Zack, Stein sinkt. Ah, einmal frei. Zack, Knochen sitzt, alles gut, super, alles gut, super. Ihr habt da immer jetzt einen schönen Abstand zu eurer ablaufenden Schnur. So, was sagst du, kommt da jetzt so Unwetter heute? Du wohnst hier? Erst um 12 Uhr, aber das geht, wie es ausschaut, geht vorbei. 12 Uhr ist Mitternacht bei euch? Ja, ist bei uns. Aber noch ein Ding geht jetzt vorbei. Also wenn wir beim Auslegen nicht nass? Nein, kein Problem. Kein Problem. Naja, wenn der einheimische Naturkenner Josef das hier so sagt, na, werden wir ihm glauben. 100 Pro. Und unser Keder sitzt super. Ah, feine Sache. Müssen noch die Baller mitspielen. Beim Klopfen hatten sie heute noch nicht so viel Lust. Und ist hier immer gestinkt oder ist was gestinkt? Einen besseren Fisch hat man drauf, hinten in der Ecke. Ja. Aber ansonsten war dann Totentanz. Der Einlauf, da ist sowieso besser. Aber ihr lacht halt so laut bei eurem bayerischen Bier. Ich nicht. Ich bin ja ganz ruhig. Du bist ganz ruhig. Ja, weil ich möchte was fangen. Das stimmt. Wenn es geht, wenn es nicht geht, mein Gott. Das ist ein ganz, ganz interessanter Platz. Der Baum hier geht schön mit seinen Ästen
richtig ins Wasser rein, richtig bemoost. Genau. Genau darunter haben wir eine Tiefe von 2 Metern. Oh, super. Was meinst du, Josef? Das ist super da. Das ist ein super Platz. Da wirst. Das haut hin. Das werden wir probieren. Genau. Was halt hier natürlich auch immer an solchen Spots vorkommen kann, dass euch direkt ein Hecht drauf springt. Aber besser ein Hecht als gar nichts. Ja, aber jetzt probieren wir erstmal. Gehen wir hier an die Außenkante, ich fahre dich da rein. Auf die Rehdeutung gehe ich vor. Genau. Genau. Und da können wir die schön setzen. Setzt mal schön. Wenn er da ist, wenn er um Kanten umgeht, dann hat es hin. Das probieren wir aus. So. So, hier hast du diese geflochtene Schnur, die bindest du ganz Ende, nur das Ende reinbinde hinter dir. Mhm. Hinter dir schön reinbinde. So an der, an dem Starker, an der, da unten, da wo du die Hand hast, nur da reingehen, genau, da bindest du ein Stück. Der ist ja gut, der holt leicht aus. Ja. Der federt auch ein wenig. Ah ja. Ja, das legt immer genau auf die Kante. Da kommt jetzt vorne dran ein schöner, leichter Ausleger drauf, dass wir die Montage schnell wiederfinden. Mehr Schnickschnack machen wir gar nicht. Genau. Schalt mal ein Stück zurück. Genau. Legst du so auf 6D. Schön eng an die Hecken ran. Aha. Das ist immer, immer eine gute Sache. So, so. Einwandfrei. Einwandfrei, das reicht. So, das verbinden wir jetzt hier mit der Reißleine. Der ist super. Ja. Immer darauf achten bei den Montagen, dass euer Wirbel aus dem Wasser mit oben rausguckt, dass ihr keine Scheuchwirkung habt. Habe ich euch schon bei vielen Italien-Videos gezeigt. Genau. Schön Spannung drauf halten, Josef. Sorry. Schau her. Ja, ja, super. Bei dem Braun. Jetzt will ich das Grüne heraustun, da weiß ich genau. Schön vor der Hecke geparkt und Abfahrt. Und super wird das. Ja, ja. Immer die Rute gescheit in die Hand. Genau so. Und jetzt hältst du hier oben schön die Schnur. Ein bisschen weiter hochgehen mit den Fingern, da hast du nicht so einen Schnurstau. Und richtig bremsen, schön bremsen, ja? Sehr gut. So, super. So. Ich sitze hier schon in der Winterbekleidung und die Bayern, die Einheimischen, die sitzen noch hier im Baywatch-T-Shirt. Ja? Da muss ich auch noch. Aber ist es so. So, wie wir mal einen Rudel scharf machen. So, also. Ja. Moi, also. Petri Heil. Petri Dank. Und anständig bleibe, gell? Ja, du auch. Wir haben jetzt noch eine spannende Pelletmontage vorbereitet mit dem Poppy oben drüber. Das funktioniert in vielen Gewässern hier, einfach weil die Karpfenangler Futter bringen und die Waller sich irgendwann dran gewöhnen. Der vordere Bereich hier nach dem Blei liegt komplett am Gewässergrund. Hier vorne ist jetzt die Verbindung von der Mono auf die geflochtene. Da sind 10 Gramm Blei eingearbeitet und der komplette Bereich steht auf. Hier ist der Bodenköder, oben drüber ein starker auftreibender Poppy in der Farbe Pink. Ich sage ja immer, Farben spielen eine Rolle. Die roten Mikroposen fangen und Pink beim Karpfenangeln, aber auch beim Welsangeln. Pink ist irgendwie ein Fischbringer. Wir haben jetzt hier genau in der abfallenden Kante vor diesen Büschen, die hier ins Wasser hängen, nochmal ein saftiges Tauwurmbündel zusammengestellt. Ja, also richtig schön Würmer drauf, das fällt auf jeden Fall auf. Auch an der Freestyle-Montage mit einem ganz leichten Frontzone-Blei präsentiert. Schauen wir mal, alle Routen jetzt nochmal nachschauen, durchgucken, abgerechnet wird immer zum Schluss. Auf der Suche nach dem geheimnisvollen Wels hier im Baggersee. Spannend ist es auf jeden Fall, ja. Das ist Angeln. Ui, guck mal hier drüben. Da war gerade schon wieder Action da.
So, die Routen sitzen alle nach bestem Wissen und Gewissen. Bin echt mal gespannt, was da kommt. Was mich auf jeden Fall ein bisschen verwundert ist, wir haben eine Wassertemperatur von 18 Grad, dafür, dass es so lange so kalt war. Aber es ist ja auch nicht das tiefste Gewässer. Wir haben die Knochenmontage eingesetzt, wir haben Freestyle an die Baumkronen, die ins Wasser ragen, Köder präsentiert. Wir haben Boilie-Pop-Up-Montagen eingesetzt. Ja, schauen wir mal, ob sie da mehr Bock haben. Beim Klopfen war nicht viel los. Drüben in der einen Ecke vom See hatten wir wirklich einen richtig starken Aufsteiger. Aber ich habe mir es, glaube ich, doch etwas leichter vorgestellt. Ich war mir relativ sicher, dass das ratzfatz geht mit dem Klopfen. Ja. Vor allem mit den Real Warm Teasern konnte ich immer, wenn ich an einem neuen Gewässer da war und einen Fisch zum Steigen bewegt habe, einen Biss verzeichnen. Das war hier nicht der Fall. Aber nicht jeder Tag ist Fangtag. Morgen früh gehen wir nochmal raus. Jetzt lassen wir hier ein bisschen Ruhe einkehren und sind mal gespannt, ob es beim Ansitz funktioniert. Besonders spannend finde ich, ihr seht es ja, die Sonne ist weg. Wir gehen jetzt mal hier aufs Display von der Ankerbox. Ich lade jetzt nochmal die ganzen Batterien nach von der GoPro für heute Nacht. Es kommt immer noch Energie rein über das Solarpanel. Absoluter Wahnsinn, ja. Das Kraftwerk hat 1% jetzt verloren, obwohl ich Echolot-Batterie nachgeladen habe. Die große Batterie für einen E-Motor, Handy, diverse Batterien für die Kameras, das Schlauchboot aufgepumpt habe, ja, also schon absoluter Wahnsinn, ne? Und auf jeden Fall richtig nachhaltig durch Sonnenenergie, Hilfe des Solarpanels von Anker, das Ding zu betreiben. Ich finde es top, vor allen Dingen für solche Events oder wenn man längere Zeit draußen unterwegs ist. So, jetzt schauen wir mal, ob wir einen Wels kriegen und morgen erzähle ich euch dann noch ein bisschen mehr zu dem Kraftwerk hier, was es alles kann. Welche Ansteckmöglichkeiten ihr alle habt. Ja. Auf jeden Fall heute Abend wird es gemütlich, denn wir haben auch Licht. Wir haben 3 verschiedene Lichtstärken an der Box. Schönes Hintergrundlicht oder zum Kochen. Fürs Leben jetzt hier im Bulli. Coole Sache. Aber jetzt hoffen wir erstmal auf den Wels hier am Baggersee in Bayern. Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Alter Vater. Die Frösche haben heute Nacht ein richtig krasses Konzert veranstaltet. Und der Regen kam. Das bayerische Urgestein Josef sollte recht behalten. Der Regen kam später, viel später. 23, 24 Uhr ging es los. Aber er kam richtig heftig. Und es kam keine einzige Aktion. Ja. Ich habe dann eigentlich noch auf die Regenpause spekuliert. 3 oder 4 hat es aufgehört. War dann richtig frisch die Luft, hat nicht mehr so gestanden durch die Hitze. Aber jetzt bis ins Morgengrauen rein, wir haben jetzt 7 Uhr. Nada. Ja, ich werde jetzt nochmal mein Klopfzeug zusammenraffen, einen von den Jungs einladen, nochmal weiter rumsuchen hier im See. Aber beim Ansitzangeln, das hat mich schon gewundert, dass da gar nichts passiert ist. Ja. Wassertemperaturen passen. Ich denke, die Montagen passen. Wir haben unterschiedliche Systeme eingesetzt. Aber wir wissen halt auch nicht genau, was hier los ist. Ja. Ob es Wälse gibt, wie viele Wälse da sind, wie gut der Bestand ist. Naja, weiter geht die wilde Fahrt. Aktion an der Route. Was ist denn das? Wir fahren erstmal ein Stück raus, dass wir an den Bojen vorbeikommen.
relativ eng geangelt. Aber es kann natürlich auch sein. Wird jetzt nicht der Riesenwelt sein, komm rein. Ich mache hier erstmal die Glocke ab. Kann natürlich auch sein, dass hier, wir hatten ein relativ großes totes Rotauge auf der Route, dass sich dann Hecht vergreift. Was natürlich auffallend ist jetzt im Morgengrauen. Ne? Gucken wir mal. Und schauen wir mal. Ja. Ein Hecht hat sich den Köder geschnappt. Hängt ganz knapp. Moment, dass er nicht noch abhaut. Zack. Da haben wir ihn. Ja, seht ihr hier vorne? Am Ghost Hook hat er gegriffen. Ja, Marco, zwar kein Waller, aber ein kleiner Hecht. Petri, heil. Petri, Dank. Goodbye. Ja, haut er ab. Jawohl. Ja, verrückt. Ne? Ich habe eigentlich schon damit gerechnet, dass gestern Abend nach dem Auslegen vor dem Regen da mehr Hechtaktionen kommen, weil die stürzen sich oft als erstes auf die Deadbaits, aber das war auch relativ ruhig. Ja? Jetzt haben wir heute früh noch mal ein bisschen Regen gehabt und jetzt in der Regenpause kam die erste Aktion. Auch direkt hier drüben an den Hecken geparkt. Montage zeige ich euch noch mal, wie wir es genau gemacht haben. Also 40 Gramm Frontzone-Blei, drüber einen Einzelhaken und den Ghost Hook. Und hier vorne Freestyle gespannt. Ihr seht das, die zweite Rute ist es jetzt hier. In den Büschen angebunden mit einem leichten Ausleger, Freestyle-Montage. Die Tiefe wird über den Schlauch und über das Knicklicht eingestellt. Genau, einfach. Unauffällig und sehr effektiv. Hier drüben seht ihr jetzt so ein System. Hier haben wir jetzt ein Tauwurmbündel präsentiert. Oben drüber auch das leichte Blei, um die Tiefe optimal einzustellen. Aber nicht mal die Weißfische hatten jetzt hier Bock drauf. Bei mir zu Hause am Rhein hängt sowas nicht lange. Ja? Vor allen Dingen, wenn das Wasser dann langsam wärmer wird. Aber hier immer noch. Lockend am Start, ja. Ja, wirklich nicht so einfach unser Unterfangen hier am Baggersee. Die einheimischen Angler sagen oder vermuten, es sollten Welse drin sein, aber bisher außer Hechtattacken. Beim Köderkontrollieren haben wir vorhin noch eine Rute gehabt, wo auch der Deadbait aufgerissen war. Ein Hecht haben wir gefangen. Aber hier beim Angeln mit dem Ballerholz und mit den Tauwürmern, was eigentlich immer sofort funktioniert, wenn Wälse da sind, gar nichts. Keine einzige Aktion. Gestern, könnt ihr euch ja daran erinnern, wie wir angefangen haben, oben in der Ecke, eine gute Sichel. Kann natürlich auch alles gewesen sein. Vielleicht auch ein großer Karpfen. Es soll hier große Amur-Karpfen drin geben. Es sah für mich aus wie ein Wels, aber seitdem gar nichts. Überhaupt kein einziges Anzeichen von einem Waller. Hört am Hintergrund schon wieder die Frösche quaken. Das ist Wahnsinn. Ein Naturschauspiel vom Feinsten. Zeugt auf jeden Fall für ein sehr intaktes Wasser hier. Ja, bei den Würmern, seht ihr gerade, bin an der zweiten Route, wird uns wieder was abgeknabbert. Müsst ihr dranbleiben, wenn da schon das
leichteste Klingeln kommt oder ein kleiner Ropf an der Rudenspitze, müsst ihr nachschauen. Die Weißfische sind aktiv, vielleicht auch kleine Barsche. Und wichtig ist wirklich, wenn ihr mit Würmern auf Wälzer angelt, egal ob im Fluss oder im See, dass ihr richtige, deftige Bündel da serviert. Das muss schon einen Happen darstellen für den Waller. Und deswegen immer wieder kontrollieren, nachschauen, dass das passt. So, jetzt haben wir fast alle Routen hier durchkontrolliert. Jetzt lassen wir ein bisschen Ruhe einkehren, weil ich bin mir auch relativ sicher, dass der E-Motor doch eine sehr, sehr große Scheuchwirkung haben kann. Drei Betreuer sind jetzt gerade hier unterwegs, da kommt schon das nächste Boot auf mich zu. Und klar, die Fische checken das dann, auch die Autos, die hereinfahren, das Türengeklepper, den Spaß, der ja auch zu so einem Workshop dazugehört, am Lagerfeuer abends. Ruhe ist das A und O. Es kann natürlich gut sein, wenn man jetzt hier alleine sitzen würde. So soll es aussehen. Zack, Rute hängt wieder. Das geht natürlich super schnell bei den Freestyle-Spannmontagen. Müsste einfach nur kurz anheben, können Sie kontrollieren. Kann natürlich sein, wenn man jetzt alleine hier sitzen würde, zu einer ruhigen Ecke, dass es da ganz anders ausgegangen wäre. Aber ist jetzt nun mal so. Wir müssen das Beste draus machen. Und ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Es ist jetzt 16 Uhr. Alle Routen sind kontrolliert von den Teilnehmern. Boote jetzt ans Ufer, Ruhe einkehren lassen. Und Daumen drücken, dass da noch einer kommt. So, Dula, alles ist geschafft. Jetzt gibt es erstmal eine schnelle Trinkmahlzeit, bis da vorne der Grill angemacht wird. Heute Abend wird noch groß aufgegrillt, aber bis dahin ist Y-Food der perfekte Begleiter. Mega lecker, ungekühlt, haltbar und vertreibt den kleinen Hunger. Am späten Nachmittag ist noch ein bisschen die Sonne rausgekommen und das Anker-Kraftwerk 767 ist komplett wieder voll aufgeladen über das Solarpanel. Ihr seht es ja selbst, ihr habt viele multifunktionelle Anschlüsse am Gerät. Ihr habt dreimal Netzstecker, zweimal Zigarettenanzünder, ihr habt drei USB-C-Anschlüsse und zwei herkömmliche USB-Anschlüsse. Ihr habt ein sehr robustes Äußeres, also wirklich absolut perfekt für den Outdoor-Einsatz. Die Firma Anker gibt euch 5 Jahre Garantie und ihr könnt locker über 3000 Ladezyklen mit dem Ankerkraftwerk 767 durchführen. Absolut empfehlenswert für alle, die Outdoor unterwegs sind, egal ob beim Angeln, mit dem Wohnmobil, mit der Family, überall dort, wo ihr Strom braucht, das Ankerkraftwerk 767 in Verbindung mit dem Solarpanel, ein sehr zuverlässiger und sicherer Stromlieferant. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, ich verlinke euch dort die beiden Geräte, das Ankerkraftwerk 767 mit dem dazu passenden Solarpanel. Ich bin mir sicher, ihr werdet damit auch einen Heidenspaß haben und immer genug Energie, egal wo ihr unterwegs seid. Ja, wenn die Wälse schon nicht so richtig wollen, wie wir wollen, müssen wir trotzdem vernünftig essen. Das ist immer wieder der Wahnsinn, was der Franz hier auffährt. Heute gibt es einen guten Braten mit Knödel. Die Sonne geht gleich unter, die Ruten sind alle scharf. Bin gespannt, ob wir in der zweiten Nacht jetzt noch den Zielfisch bekommen. Einen wunderschönen guten Morgen.
oder besser gesagt ein Satz mit X, das war wohl nichts. Heute im Morgengrauen kam noch auf den Knochen ein 70er Hecht. Gestern Nacht um 11 hatten wir noch eine Attacke, auch kontrolliert, waren auch Hechtbisse auf dem Deadbait zu sehen. Aber das Thema Wels hier an diesem Baggersee bleibt ein geschlossenes Buch, ja, leider. Schwer zu sagen, sind Welse da, sind keine Welse da. Die ortsansässigen Angler, ich habe gestern noch mal mit zwei gesprochen, die hier zu Besuch kamen, sagen, es wurden hier früher schon Welse gefangen. Die wissen aber nicht genau, was noch im Wasser drin ist. Sind hauptsächlich Karpfenangler hier an diesem Gewässer unterwegs. Tja, schlechte Zeit, schlechter Platz. Man weiß es nicht, will es auch nicht auf irgendwelche äußeren Umstände schieben. Es hat einfach nicht geklappt diesmal, es sollte nicht sein. Aber das gehört dazu, ja. Das gehört dazu, vor allen Dingen, wenn man an Gewässer geht, die man nicht kennt und wo man auch nicht genau weiß, was da Sache ist. Wir räumen jetzt hier alles auf, holen unsere Freestyle-Montagen, die Reißleinen, die Bojen, die Knochen, alles ordentlich hier vom Gewässer, dass nichts an den Hecken zurückbleibt. Das ist ganz wichtig und sollte für jeden selbstverständlich sein, dass man nicht irgendwas hier hängen lässt in der Natur. Und dann geht's weiter. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, ein bisschen unterhalten, ja, auch wenn es jetzt nicht zu irgendeinem Wallerfang kam. Ein paar Hechte kamen auf unserer Habenseite, aber das kennt ihr sicherlich. Oder diejenigen, die viel an stehenden Gewässern angeln, dass die Hechte da öfters auch mal eure Köder beim Welsangeln attackieren. Wir ziehen weiter und ich wünsche euch auf jeden Fall dicke Fische, viel Spaß am Wasser und nicht aufgeben, denn es ist nicht jeder Tag Fangtag und es kann nicht immer ein Riesenwels vorbeigeschwommen kommen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, euer Stefan. Ciao, ciao.